Liebe Mitstreiter für K21, liebe Freundinnen und Freunde des Bahnfahrens, liebe unverdrossene Widerständler von nah und fern. Seit dem Beginn der Demonstrationen ist unsere Bühne um den halben Bahnhof herumgewandert. Heute dreht sich direkt über uns auf dem Turm des Bahnhofs, hoch über der Werbeshow für das unterirdische Zukunftsprojekt, der Stern des Individualverkehrs. Eigentlich seltsam, ein Bahnhof mit einem Autosymbol als Krone obendrauf. Aber es gibt ja auch Manager, die arbeiten erst für den Daimler und dann für die Deutsche Bahn. Wiederum sponsert das Infomobil für Stuttgart 21. Jedenfalls feiert das Auto heute seinen 125. Geburtstag. Der rüstige Jubilar hat sich vor allem kräftig vermehrt. Hoffentlich wird er jetzt schnell hybrid und elektrisch. Frühere Generationen von zukunftsgläubigen Machern haben vieles in Stuttgart zerstört und zubetoniert, um eine autogerechte Stadt zu schaffen. Das waren keine Fortschrittsverhinderer. Die handelten im festen Glauben, das Beste für zukünftige Generationen, nämlich für uns, zu schaffen. Wir bedanken uns heute für die menschenverachtenden Schneisen und Wunden, die sie unserer Stadt geschlagen haben. Jetzt wollen neue Verfechter von Fortschritt und Wohlstand, diesmal angeblich im Namen des Zugverkehrs, den Bahnhof und den Schlossgarten umoperieren. Natürlich zum Besten unserer Kinder und Enkel. Und es scheint so, als wollten sie nichts, aber auch gar nichts auf dieser Welt davon abbringen können. Aber vorher ist noch Landtagswahl. Verteilt deshalb schon ein Hochglanzprospekt, Aufbruch in die Zukunft. Es ist unfasslich. Dieses Pamphlet gegen K21 hat offensichtlich ein Mensch verfasst, der vom sogenannten Faktencheck überhaupt nichts mitbekommen hat. Nur die Folien, die das Heer der Zuträger der Deutschen Bahn bereitgestellt hat. Und das Fazit, die CDU steht zum Schlichterspruch. Da drängt sich die Frage auf, stand nicht von Anfang an hinter dem Schlichterspruch die CDU? Unlösbare Urteil des Heiner Geißler hat über Wochen genau das bewirkt, was sich die Strategen des Machterhaltes von ihm erwartet haben. Den Bürgern draußen in weit von Stuttgart entfernten Wahlkreisen wurde suggeriert, alles sei jetzt offen und sogar vorbildlich demokratisch ausgehandelt worden. Außer dass sich, wie geplant, auf Seiten der Projektbetreiber nichts, aber auch gar nichts bewegt hat. Stuttgart sein widerlegt und sollten jetzt aber auch bitteschön endlich die Klappe halten. Und die Widerstandsbewegung hier in Stuttgart war zunächst gelähmt, schockiert, frustriert, zumindest desillusioniert. Wer die Schlichtungsgespräche halbwegs wachen Sinnes verfolgt hat, kann nicht fassen, wie man zu diesem Ergebnis gelangen konnte.
Martin hat auf der letzten Montagsdemo bohrende Fragen an Heiner Geißler formuliert, von denen ich hoffe, dass er sie eines Tages beantworten kann. Auf dieser Kundgebung am letzten Montag war aber auch plötzlich der nahende Frühling zu spüren. Eine Aufbruchsstimmung, die anzeigte, dass der Winter unseres Missvergnügens, wie Shakespeare das nennt, sich dem Ende zuneigt und die Lähmung der Widerstandskräfte überwunden ist. Wir sind wieder hier, wir sind immer noch laut und der Tiefbahnhof ist noch längst nicht gebaut. Ich war diesen Winter sehr viel mit der Bahn unterwegs. Muss ich noch erwähnen, dass ich fast nie pünktlich irgendwo angekommen bin. Im Bundestag haben Bahnvertreter vorige Woche behauptet, im Dezember seien 70% aller Züge pünktlich gewesen. Jedes Kind, sogar jeder Politiker weiß, dass das vornehm ausgedrückt nicht der Wahrheit entsprechen kann. Für wie blöd halten die uns? Haben sich die festen Konturen von Wahrheit und Lüge in der Informationsflut unseres öffentlichen Lebens so abgeschliffen, dass die damit durchkommen können? Anscheinend ja. In manchen unangenehmen Momenten dieses Winters, wo mir genervte Bahnmitarbeiter ungern ein Verspätungsformular ausgehändigt haben oder statt meine Fragen zu beantworten, voller Misstrauen auf meinen Obenbleiben-Button starken. Den kennt man nämlich inzwischen auch in Dortmund und Itzehoe. Wenn Sie mir nicht erklären konnten, warum an einem schneefreien und trockenen Samstag kein ICE rechtzeitig bereitgestellt werden kann. In solchen Momenten habe ich mir immer das energiegeladene Lächeln des Herrn Käfer herbeigewünscht. Was würde der jetzt tun? Der wüsste bestimmt eine Lösung. Er und sein Beisitzer, der grimmige Mephisto mit dem weißen Bart. Aber im Ernst, würden Sie sich von einer Firma, mit der Sie ständig solche Erfahrungen machen, Ihr Wohnzimmer umbauen lassen? Oder auch nur die Garage, wo man Garage Plus braucht, damit man, wenn man das Auto geparkt hat, auch die Tür öffnen und aussteigen kann? Unsere Bundeskanzlerin wird ja heute Abend in der Stadt sein, um den Geburtstag des Automobils mitzufeiern. Sie hat als Bilanz dieses Winters schon erklärt, dass die Bundesregierung nach wie vor am Börsengang der Bahn festhält. Ich fürchte, das wird so gehen wie mit Stuttgart 21. Es zieht sich über Jahre hin. Niemand kann glauben, dass sie diesen Irrsinn wirklich ernst meinen. Und plötzlich geht es dann ganz schnell. Wo ich gerade erst begriffen habe, dass die vielen Stunden, die ich diesen Winter in stehenden Zügen und auf zugigen Bahnhöfen verwartet habe, lauter Maidong-Gedenkminuten waren. Was hat dieser Mann nicht alles einsparen lassen? Personal, Material, Wartungs- und Reservekapazitäten. Der ganze Wahnsinn eines Unternehmens, das fit gemacht wird für den Börsengang und das seine erheblichen Gewinne in dubiose Firmen im Ausland investiert oder als Dividende an den Bund abführt,
statt in die marode Infrastruktur zu investieren und anständig seinen Auftrag zu erfüllen. Im Stresstest dieses Winters ist die Bahn jedenfalls mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Und das liegt natürlich auch an einer verfehlten Bahnpolitik. In diesem Sinn wünschen wir Frau Merkel wenigstens einen schönen Abend bei ihren Freunden von der Automobilindustrie. Aus gegebenem Anlass lese ich noch ein kurzes Gedicht von Hans Magnus Enzensberger ins Lesebuch für die Oberstufe. Lies keine Oden, mein Sohn, lies die Fahrpläne. Sie sind genauer. Ihr merkt, es handelt sich um ein altes Gedicht. Sei wachsam, sing nicht. Der Tag kommt, wo sie wieder Listen ans Tor schlagen und malen den Neinsagern auf die Brust Zinken. Wut und Geduld sind nötig, in die Lungen der Macht zu blasen, den feinen, tödlichen Staub, gemahlen von denen, die viel gelernt haben, die genau sind von dir. Unsere Volksvertreter von CDU und FDP im Untersuchungsausschuss zum 30. September haben festgestellt, dass der Polizeieinsatz rechtmäßig war und es keinerlei politische Einflussnahme gegeben hat. Dieser schwarze Tag in der Geschichte unseres Landes soll also tatsächlich keinerlei Konsequenzen haben, wenn es nach dem Willen derer geht, die es seit gefühlten 500 Jahren regieren. Den Polizeichef, der ja von den Demonstranten gezwungen wurde, einen so grässlichen Einsatz anzuordnen, lässt man die Verantwortung übernehmen und geht mit weißer Weste über breiter, christlich und freidemokratischer Brust nahtlos zum Wahlkampf über. CDU und FDP zeigen nicht nur keinerlei Verantwortung oder gar Bedauern über das Vorgefallene, sie sind auch noch dreist genug, die Opfer zu verhöhnen, indem sie bei den Demonstranten egoistisches Rechtsempfinden feststellen und eine Stärkung der Bildungsarbeit für Schüler anmahnen. Da nicht bei allen eine ausreichende Kenntnis ihrer staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten vorhanden sei. Selbstgerechter kann man nicht mehr daherreden. Als hätten die Schüler im Schlossgarten nicht die eindrucksvollste Gemeinschaftskundestunde seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboten bekommen. Manchmal frage ich mich, ob man das Wort christlich nicht schützen könnte, copyrightmäßig, damit das nicht jeder einfach so benutzen kann. Aber jetzt beginnt der Wahlkampf. Lasst euch nicht provozieren, bleibt sachlich und friedlich, humorvoll und kraftvoll und seid nett zu Bahnmitarbeitern, Polizisten und I Love Stuttgart 21 Bockenträgern. Die haben es alle echt nicht leicht mit solchen Chefs. Wir halten zusammen, wir wissen, wofür wir einstehen und wir werden oben bleiben. Liebe Freundinnen und Freunde einer besseren Bahnpolitik, einer besseren Politik überhaupt für Baden-Württemberg. Ich freue mich, heute wieder hier zu sein, vor so vielen Menschen sprechen zu können, weil wir hier mit einem Zeichen setzen, dass es nicht wahr ist,
dass in Stuttgart alles vorbei ist und keiner mehr protestiert. Es ist nicht wahr. Viele sind gekommen, weil wir weitermachen gegen diesen Unsinnsbahnhof. Liebe Leute, die letzten Wochen, die Wintertage, die Chaostage haben deutlich gemacht, was bei der Bahn alles schiefläuft. Kaum ein Zug im Fernverkehr ist pünktlich angekommen. Viele sind ausgefallen. In Berlin fahren seit anderthalb Jahren nur noch die Hälfte aller Triebwagen im S-Bahn-Verkehr. In manchen Tagen nur noch ein Viertel. Und das ist das Ergebnis einer jahrelangen, verfehlten Bahnpolitik. Eine Bahnpolitik, die gnadenlos auf Verschleiß gefahren hat, die Material, Personal, die an Ersatzkapazitäten, an allem gespart hat. Einerseits, um an die Börse zu kommen und andererseits aber, um das Unternehmen einfach glatt und funktionsfähig zu machen. Die Kundinnen und Kunden hatten dabei vergessen. Was hat das alles mit Stuttgart 21 zu tun? Liebe Leute, ich sage euch, das ist die Philosophie, die sich auch in diesem Bahnprojekt Stuttgart 21 widerspiegelt. Man schaut nicht auf Erhalt, man tut nichts für die Modernisierung und man setzt auf Großprojekte, die teuer sind und vergisst dabei den Alltag, den ganz gewöhnlichen Schienenalltag zum Management. Das ist komplett falsch. Es wäre ja auch gut, wenn wir da oben ein bisschen weiter weggehen würden und aus anderem Zusammenhang, einer anderen Perspektive hier zuschauen würden. Jedenfalls hier stören Sie. Tschüss! Aber zurück! Was hat das mit Stuttgart 21 zu tun? Stellt euch mal vor, dieser filigrane unterirdische Bahnhof, wo jeder Zug im Sekundentakt pünktlich ankommen müsste, hätte diesen Winter mitmachen müssen, wo kein einziger Zug pünktlich angekommen ist. Wie hätte dieser Bahnhof überhaupt funktionieren können? Die einzigen Züge, die einigermaßen pünktlich waren, waren regionale Nahverkehrszüge, die nicht Teil des labilen Fernsystems waren. Im zukünftigen Bahnhof wären sie Teil desselben und alles ginge durcheinander. Kein Zug käme mehr pünktlich. Insofern muss man sagen, dieser Bahnhof würde nie und nimmer einen Winterstresstest bestehen. Und noch etwas. Wer nicht in der Lage ist, den Alltag im Schienenverkehr verlässlich und pünktlich zu organisieren und durchzuführen, der soll sich nicht in megateure Abenteuer stürzen, die hochriskant sind und von denen man nicht weiß, wie es ausgeht. Apropos Stresstest. Heiner Geißler hatte in seinem sehr einseitigen Schlichterspruch eine Menge vernünftige Vorschläge gemacht, die sofort von der anderen Seite weggewischt wurden. Er hat einen Vorschlag aufgenommen, das war der Stresstest. Den hat selbst die Bahn gesagt, den wollen wir jetzt machen. Aber, was sie nicht gleich gesagt haben, sie wollen den Stresstest alleine machen. Alleine wollen sie den machen und anschließend in Ordnung legen und dann prüfen lassen in einem halben Jahr. Ich kann euch sagen, wir können einen Stresstest, der von der Bahn bestimmt wird, wo die Eingaben von der Bahn gemacht werden, wo man nicht weiß, mit welchen Programmen gearbeitet wurde, was genau die Eingaben sind. Ein solcher Stresstest kann nie und nimmer transparent sein. Den können wir nicht akzeptieren. Der kann keine Aussage darüber machen, ob dieses Projekt je etwas taugt. Das müssen wir ablehnen, und zwar grundsätzlich ablehnen. Liebe Freunde und Freundinnen, in dieser Woche war im Landtag die Schlusssitzung zum Untersuchungsausschuss. Und auch das war eine Lehrstunde, denn was man sehen konnte, war, dass in Baden-Württemberg es möglich ist, mit Macht und Mehrheit auch die Wahrheit zu biegen. Da war
Ein Polizeieinsatz, der ganz offenkundig unverhältnismäßig war, der war dann plötzlich mit Mehrheitsmeinung vollkommen verhältnismäßig. Und da war ein Ministerpräsident, der ganz offen gesagt hat, dass er da eingegriffen hat, dass er ein politisches Interesse hat, dass er wollte, dass es durchgesetzt wird, plötzlich nicht beteiligt. Es war die Polizei, es war der Polizeipräsident. Liebe Leute, wenn in einem Land eine Partei fast 60 Jahre in der Regierung ist, sodass sie selbst Untersuchungsausschüsse, die eigentlich dazu da sind, Missverhalten von Verwaltung, von Polizei, von Regierung aufzudecken, wenn selbst so Untersuchungsausschüsse nicht mehr funktionieren, dann wird es höchste Zeit, dass in diesem Land eine neue Mehrheit in den Landtag einzieht. Aber die spannende Frage ist, wie schaffen wir das? Wir sind uns einig, Markus ist weg. Das ist klar. Wir wählen Markus ab. Die Herausforderung besteht aber darin, wie schaffen wir es, dass alle in Baden-Württemberg oder zumindest ziemlich viele unserer Meinung werden und sagen, wir wollen nicht nur, dass Markus weg ist, sondern wir wollen eine neue Mehrheit. Wir wollen eine andere Politik in Baden-Württemberg. Ich meine, es ist in den nächsten Wochen und Monaten die Herausforderung, die sich unserer Bewegung hier stellt, und zwar jedem von uns, jeder von uns, andere Menschen davon zu überzeugen, dass das Projekt Stuttgart 21 eine Metapher für eine falsche, für eine überholte, für eine menschenverachtende, für eine teure, für eine skandalöse, für eine undemokratische Politik ist. Wir haben da schon viel Überzeugungsarbeit geleistet. Selbst weit in Kreise der Wirtschaft hinein sagen alle, so dürfen wir es nie mehr machen. Das ist ein Beispiel für überholte Politik. Aber was wir schaffen müssen, ist, dass wir unser Modell, das Modell K21, das nicht nur steht für einen Bahnhof mit Kopfbahnhof, sondern eine Politik mit Köpfchen, eine intelligente Verkehrspolitik, eine Verkehrspolitik, die die Menschen, die Kunden ins Zentrum setzt und nicht die Geschwindigkeiten und die Techniken. Eine Politik, die das ganze Land sieht und nicht nur die Hauptstadt. Eine Politik, die nicht nur eine bessere Verkehrspolitik ist, sondern auch eine Politik, die andere Beteiligungsformen ermöglicht, die Beteiligung von Anfang an ermöglicht, die Bürgerinnen und Bürger über Projekte, die in ihr Leben eingreifen, abstimmen lässt, die Bürgerentscheide, Volksentscheide zulässt. Eine Politik, die sozial, ökologisch und nachhaltig ist. Für eine solche Politik steht K21. Für eine solche Politik müssen wir werben. In diesem Sinne müssen wir in den nächsten 2 Monaten als breites Bündnis zusammenbleiben und nicht kleinlich darum streiten, wer ist der beste Kämpfer gegen Stuttgart 21. Nein, wir müssen darum streiten, wer ist derjenige, der am meisten Menschen gewinnt für eine neue Mehrheit, für eine neue Politik, sozial, ökologisch und vor allen Dingen von unten kommen, aber oben leidet. Vielen Dank. Thank you.